Die Freiwillige Feuerwehr Mitterdorf feierte am 28. September ihr 140. Bestandsfest mit einem abwechslungsreichen Programm. Höhepunkt war die feierliche Weihe des neuen Einsatzfahrzeugs HLF 2-3000 durch Pfarrer Obenauf. Herr Schober, heute wurde ein neues Fahrzeug in Mitterdorf übergeben und eingeweiht. Wie wichtig ist das für die Feuerwehr im Bezirk? Ja, dieses Fahrzeug hat einen ganz besonderen Stellenwert. Das ist ganz wichtig für uns im ganzen Bereich mit Zuschlag, aber natürlich auch im Abschnitt als die Feuerwehr Mitterdorf besonderer Stützpunkt auch und da besondere Funktion. Und das Fahrzeug wird in das gesamte Konzept eben von St. Barbara, aber auch des gesamten Bereichsverbandes eben eingebunden. Es ist eine Ersatzbeschaffung für unser RLFA, was Rüstlöschfahrzeug heißt. Ist das eine Ersatzbeschaffung und laut Landesgesetz ist das jetzt geändert worden. Jetzt heißt es Hilfeleistungsfahrzeug 2. Was beinhaltet dieses Fahrzeug? Über 3000 Liter Wasser, was wir jetzt mitführen, 200 Liter Schaumtank oder Seilwände und sonst haben wir eigentlich die gleichen Zubehörteile wie vorher. Nur alles, die neueste Technik haben wir. Weil die anderen Gerätschaften waren mittlerweile über 25 Jahre alt. Wie stolz ist die Feuerwehr auf dieses Fahrzeug? Sehr stolz ist die Feuerwehr. Durch die jahrelange Planung, was wir schon gehabt haben, und die finanzielle Unterstützung von Land Steiermark sowie Unterstützung von der Gemeinde St. Barbara, bin ich sehr froh, dass heute dieses Fahrzeug heute bei uns da steht. Ja, wir haben heute den HLF 2 an die Feuerwehr Mitterdorf übergeben. Wir haben das neueste Fahrzeug gekauft, rund 450.000 Euro investiert für den HLF 2. Und unsere Aufgabe in der Gemeinde ist es einfach, immer die beste Ausrüstung, die besten Fahrzeuge den Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden zur Verfügung zu stellen, damit sie die Einsätze toll abwickeln können und uns schützen und uns helfen können. Wie wichtig sind solche Fahrzeuge für die Feuerwehren? Ja, die Fahrzeuge sind eigentlich das Herzstück der Feuerwehr, weil da die ganze Technik drinnen ist, die ganze Ausrüstung drinnen ist, von den technischen Einsätzen zu den Brandeinsätzen, zu den Hochwassereinsätzen, also enorm wichtig. Ja, immens wichtig und gerade in Zeiten wie diesen, wo ja die Herausforderungen für die freiwilligen Feuerwehren immer umfangreicher werden und die Unwetterereignisse immer mehr werden, ist es besonders wichtig, solche Fahrzeuge anzuschaffen. Und ja, dieses HLF 2, das heute hier in Mitterdorf in den Dienst gestellt worden ist, das ist gut für die Feuerwehr Mitterdorf, für die Gemeinde St. Barbara, aber auch darüber hinaus für die umliegenden Gemeinden. Die Fahrzeuge sind für die Feuerwehr in unserem Bezirk wichtig, aber ich sage immer, es ist nicht nur die Ausrüstung für die Feuerwehr wichtig, sondern bei jeder Feuerwehr ist trotzdem das Allerwichtigste die Feuerwehrkameradinnen und die Feuerwehrkameraden, weil ohne die wird es keine Feuerwehren geben. Musikalisch sorgten die Musikkapelle Mitterdorf, die Goassteig Buam und die Obersteirer für beste Unterhaltung. Neben kulinarischen Highlights wie dem beliebten Feuerwehrgulasch gab es eine Weinbar und ein Discozelt, was zahlreiche Gäste aus der Region anlockte. Das Fest bot eine perfekte Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und die starke Gemeinschaft der Feuerwehr und ihrer Unterstützer zu erleben. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Das verschoben.
Am Samstag, 19. Oktober, findet von 8 bis 13 Uhr auf dem Brucker Hauptplatz ein Benefizflohmarkt zugunsten sozialer Projekte aus der Region statt. Organisiert vom Rotary Club Kapfenberg-Bruck bietet der Flohmarkt eine tolle Gelegenheit, Schnäppchen zu ergattern und gleichzeitig Gutes zu tun. Kommt vorbei und unterstützt den guten Zweck, den jeder Beitrag zählt. Lädt herzlich zum ersten Brucker Oktoberfest ins Eduard-Schwarz-Haus ein. Am 12. Oktober ab 20 Uhr erwartet euch ein stimmungsvoller Abend voller guter Laune, Musik und Tradition. Für beste Unterhaltung sorgen Captain Klug und die Zwergsteirer mit ihrer mitreißenden Musik. Kommt vorbei und feiert mit uns. Dirndl und Lederhosen. Mit dir den Horizont berühren.